Hey, hallo Kartoffeln, ein weiteres Red Dead Redemption 2 Online-Video ist heute für euch im Start. Bei der letzten PlayStation-Pressekonferenz hat Rockstar ja bekannt gegeben, dass GTA 5 erneut wieder auferlebt wird für die nächste Generation, für die PlayStation 5 und Xbox Series X. Aber die Besonderheit dabei ist, dass GTA Online von GTA 5 getrennt wird. Enhanced und Expanded soll GTA 5 dann nochmal rauskommen für die PlayStation 5, was einfach nur bedeuten wird, dass wahrscheinlich alle Neuerungen von der PlayStation 4 Version nochmal aufgehübscht jetzt für die PlayStation 5 erscheinen werden und GTA Online für alle PlayStation 5 Spieler gratis verfügbar sein wird. Das heißt, das wird so ähnlich laufen wie auch bei Call of Duty Warzone, dass einfach dieser Multiplayer-Part als eigenes Spiel, als eigene App sozusagen im Store zum Runterladen ist. Und jeder, der PlayStation Plus hat, kann dann einfach loszocken. Und das ist ein Trend, der immer beliebter wird. Durch den Umstand, dass viele der meistgespielten Multiplayer-Only-Spiele sowieso schon kostenlos rauskommen, sowas wie Fortnite oder Apex Legends, wird es natürlich für die kostenpflichtigen Spiele, die noch einen Singleplayer beinhalten, immer schwieriger dagegen zu halten. Deswegen hat ja Call of Duty Warzone zum Beispiel den eigenen Modus rausgebracht, der für jeden kostenlos zum Runterladen ist. Ähnlich verhält es sich auch bei Cyberpunk. Da soll ja auch ein Multiplayer-Modus 2 Jahre nach dem Release vom Singleplayer kommen, der wirklich komplett eigenständig sein soll und auch gratis, ich glaube zumindest für die Cyberpunk-Besitzer sein soll, wenn nicht sogar für jeden. Bei GTA Online gibt es ja zusätzlich noch den Punkt, dass in einigen Jahren GTA 6 rauskommt. Hätte man jetzt also nicht diesen Multiplayer vom normalen GTA 5 getrennt, dann hätte man bei GTA 6 wieder einen Online-Multiplayer machen müssen, quasi GTA Online 2, und dann entweder die beiden GTA Onlines miteinander vermischen oder wirklich die beiden separat laufen lassen. Aber dadurch, dass jetzt wirklich GTA Online getrennt ist von GTA 5, könnte man unabhängig von den ganzen Hardware-Schwierigkeiten und den Begrenzungen von GTA 5 eben diesen Multiplayer entwickeln, der dann auch für GTA 6 quasi verfügbar ist und der vielleicht mit GTA 6 noch erweitert werden kann. Interessante Sache also. Und wie verhält es sich dann bei Reddit Online? Machen sie den gleichen Geniestreich, weil sie vielleicht denken, Red Dead Redemption 3 ist auch nicht mehr allzu weit entfernt? Nun ja, Red Dead Redemption 3 ist tatsächlich noch sehr lange entfernt. Ich denke mal, wir könnten da frühestens mit 7 bis 8 Jahren rechnen bei dem momentanen Entwicklungszyklus von Rockstar Games. Aber das heißt ja nicht, dass Red Dead Online nicht trotzdem separat laufen kann auf der nächsten Generation. Wie gesagt, das machen momentan sehr viele, weil es ja auch darum geht, möglichst viele Spieler ans Spiel zu binden. Man hat natürlich dadurch den direkten Verkauf von Red Dead Redemption 2, wenn man das auch mit dem Multiplayer verbindet. Also jeder Verkauf, der eigentlich nur auf Red Dead Online abzielt, ist gleichzeitig an den Verkaufspreis von Red Dead Redemption 2 gebunden. Wenn man den weglässt, verdient Rockstar erstmal weniger, gleichzeitig bekommen sie aber dadurch viel, viel mehr Spieler und diese Spieler steigen neu ein, haben kein Gold, denken sich vielleicht, oh, die eine oder andere Sache ist ziemlich interessant und investieren dann wahrscheinlich noch viel eher Gold. Und gerade durch diese Mikrotransaktionen ist ja bekannt, dass man um einiges mehr Geld verdienen kann als durch den Verkauf der Spiele an sich. Und deswegen denke ich tatsächlich, dass ab der nächsten Generation diese zwei Modi in Red Dead Redemption voneinander getrennt werden. Zumal die Verkaufszahlen ja auch eine ziemlich deutliche Sprache sprechen. Es ist noch nicht so lange her, seitdem der Titel für den PC rausgekommen ist. Und im letzten Quartal wurde im Finanzreport bekannt gegeben, dass während GTA 5 weitere 5 Millionen verkauft hat in diesen 3 Monaten, Red Dead Redemption 2 nur eine weitere Million Mal verkauft wurde. Immer noch tolle Zahlen, insgesamt dann 32 Millionen verkaufte Exemplare, das lässt sich schon sehen. Und natürlich wird dann auf der nächsten Generation auch noch einiges dazukommen, wobei da auch wieder die Frage ist, wird es da ein kostenloses Upgrade geben? So wie es ausschaut, wird GTA 5 schon mal nicht, denn das soll ja Enhanced und Expanded nochmal rauskommen für die PS5. Bei GTA Online haben sie noch extra gesagt, dass das kostenlos sein wird und bei GTA 5 haben sie kein Wort darüber verloren. Deswegen denke ich mal nicht, dass es hier ein kostenloses Upgrade geben wird, obwohl die PS5 ja durchaus so einen Service anbietet. Aber das ist natürlich in der Hand des Publishers, also von Take-Two in dem Fall, ob sie diesen Service auch nutzen wollen. Und ich denke mal, sie gehen hier einfach den Weg, GTA 5 wird nochmal rauskommen, wahrscheinlich 20-30 € kosten, bisschen aufgehübscht sein für die PS5, wenn man nur den Story-Modus spielen möchte. Und GTA Online gibt es dann nochmal als separates Ding kostenlos zur Verfügung. Wobei sie hier auch extra gesagt haben, das wird für die PS5 kostenlos sein. Ob das dann auch bei der Xbox und beim PC der Fall sein wird,
Ich denke mal schon, denn so einen Online-Modus nochmal für Geld anzubieten, ist eine sehr gewagte Sache. Ich denke nicht, dass sie das machen werden. Von dem her GTA Online dann wahrscheinlich ab sofort bei der nächsten Generation, ab 2021 erst, kostenlos zur Verfügung. Und hier ist auch interessant, dass das eben erst 2021 passieren wird. Also nicht schon zum Konsolen-Launch, sondern erst ein Jahr später. Und dadurch, dass Red Dead Redemption 2 jetzt noch nicht einmal für die nächste Generation angekündigt wurde, denke ich, dass Rockstar sich dann noch mehr Zeit lassen wird und dann wahrscheinlich erst ein Jahr nach dem Konsolenlaunch, also Ende 2021, das Ganze erst rausbringen wird. Ist eine interessante Sache, was die Current Gen angeht und was die Updates davon betrifft, denn zum Ende eines Konsolenwechsels ist es ja immer so, dass immer eher wenige Updates rauskommen für die ältere Generation. Das war schon beim letzten Mal so bei GTA Online, obwohl man sagen muss, das Heist-Update kam kurz vor dem Konsolenwechsel nochmal für die Xbox 360 ebenfalls raus. Und das war ja somit das größte, spektakulärste Update, das GTA Online erst in diese Stratosphären geblasen hat. Von dem her hoffen wir, dass das hier auch passieren wird, dass das letzte große Update für die PS4 und die Xbox 360 wollte ich schon sagen, Xbox One natürlich, nochmal richtig abgehen wird und dass wir dann die nächste Generation umsonst erleben können mit Red Dead Online. Da bin ich mal sehr gespannt. An sich, wie gesagt, bietet Sony auch die Möglichkeit, dass PS4 und PS5-Spieler gemeinsam Multiplayer-Spiele erleben können. Das heißt, der Red Dead Online-Modus wird sich in dem Fall nicht so dramatisch verändern. Die Serverstruktur wird gleich bleiben, das ist eh klar. Das Grundgerüst wird gleich bleiben, das ist auch bei GTA Online so. Aber vielleicht wird es mehr Möglichkeiten geben, dadurch, dass das Spiel vom Story-Modus getrennt ist, um neue Assets reinzubringen, um ein bisschen was Spektakuläres rauszumachen und dass man eben nicht mehr so an die Hardware-Beschränkungen gebunden ist. Aber da bin ich mal gespannt, was noch so geht. Ich hoffe auf jeden Fall, das wird dann ein bisschen runterlaufen. Auf jeden Fall war es das erstmal von meiner Seite. Ich bin gespannt, was ihr zu dem Thema sagt, ob ihr euch vorstellen könntet, dass Red Dead Online als getrennter Modus kommt und ob ihr euch Red Dead Redemption 2 tatsächlich nochmal für die nächste Generation kaufen würdet, wenn es soweit kommen sollte. Ich verabschiede mich wie immer mit einem Shoutout an meine Kartoffelritter, die mich finanziell mit einer Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vor allem an The Prophet, Carissa, The Joker, René, Markus, Matze, Robin, Ralf, Kevin, Big Chris TV, Lil Assassin, Kuruka, Blackout, Drank TV, Tamara, der Lukas, Marco und Christian. Vielen Dank an euch. Ich verabschiede mich an der Stelle. Haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Cut und ciao. Boom, ba-ba-dam, boom, ba-ba-dam, bam. United Potatoes, United Potatoes, 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 United Potatoes.